So, willkommen zurück. Da bin ich wieder. So, die neue Followerin, Follower, egal, ist eine Questlinie. Das habe ich voll überlesen. Die ist tatsächlich hier in Markart. Und ich weiß auch so, wo die stattfindet. Man sollte eigentlich von den Toren geradeaus zugehen und warten. Ich bin allerdings von den Toren nicht geradeaus gegangen, sondern nach links und rechts. Und dann werden wir Zeuge eines Gespräches, das hier vorne stattfindet, irgendwo. Also gut, sie beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Geradeaus. Wir summten hier. Blut und Silber, ach, das Kind. Blut und Silber. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das stattfindet. Ich glaube, hier war das. Hier. Ja, ich glaube, hier war das. Gut, also warten wir. Die Quest ist komplett in Englisch. Ist die Frage, ob ich die triggern kann. Oder ob die sich von selbst triggert, wenn ich hier stehe. Enton. Genau wie mein Vater und sein Vater vor. Irgendjemand hat da so ein Shin hat damit zu tun. Ich habe ein kleines Video gesehen, da konnte ich sehen, dass die da überhaupt hier standen. Na, vielleicht muss ich mich einfach hier hinstellen. Ich kann ja auch warten. Rums. Rums. So? Der steht ganz schön lange hier vorne. Gut, warten wir noch ein bisschen länger. Hoch. Ich warte jetzt nochmal 8 Stunden. Kann auch sein, dass sie nur zu einer bestimmten Uhrzeit kommen. Die trägt auch keine auffällige Kleidung, muss man sagen. Ich warte noch ein bisschen länger. So, 6 Uhr morgens. Do you really think the city is as safe as they say it is? If the Forsworn can attack inside the walls, then it can't be all that safe. The guards trying to cover things up doesn't exactly give me much confidence either. Da hast du wohl recht. Ich werde so viel übrigens abschalten, wenn wenn die hier sind. Wenn. Plopp, da ist der wieder. Ich hab so das Gefühl, ich kann den nicht triggern. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Ey du, das hast du vorgestern schon der gesagt. Schönste Schmuck in ganz Markart. Das soll in Markart stattfinden. Aber da ist nichts. 9 Uhr?
Das war doch hier, oder? Oder habe ich mich vertan in der... an Ort und Stelle? Straight through. Also hier vorne muss das eigentlich sein. Kann auch sein, dass ich das verkackt habe. Wenn das wirklich so ist, dann müssen wir mit der normalen Quest-Fortführung laufen. Schade. So. Noch eine Stunde warten. Tja, wir haben irgendwo einen NPC, der nicht getriggert wird. Ihr schleppt ja jede Menge Kram mit euch herum. Vielleicht solltet ihr bei Gemischtwaren Arnleif und Söhne vorbeischauen und versuchen etwas. Was ist denn das für einer? Orkmund? Was kann ein alter Skalde für euch tun, hä? Ein Skalde, ist das so eine Art Bade? Könnte man so sagen. Ich schreibe über die Dinge, die ich gesehen habe. Die Schlachten, in denen ich gekämpft habe. Als ich noch jünger war, habe ich mir einen ziemlich guten Namen gemacht. An der Bardenakademie werden immer noch einige meiner Werke als Unterrichtsstoff benutzt. Allzeit gute Kämpfe euch. Das ist mein Spruch. Tja. Ich trigger das mal von der anderen Seite aus, indem ich einmal rausgehe und wieder rein. Das ist vielleicht noch ein Versuch. Da stand jetzt nichts von der speziellen Zeit. Also von daher ist es, denke ich mal, egal. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaun. Diese Schrift, ey, die ist einfach nur da drauf gedruckt. Das sieht so unzeitgemäß aus. Naja. So. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Redest du mit mir? Gut, ich begebe mich jetzt nach oben. Der schönste Schmuck in ganz Markart. Vielleicht soll man einfach nicht schnell sein. Also es sieht schon schick aus, ja. Also das kann man echt nicht verneinen. Blut und Silber, mein Freund. Blut und Silber. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Ja. Vielleicht so, wenn es gerade dämmert. Vielleicht kommen die auch in der Nacht, das kann ja auch sein. Naja, am Ende steht das Kind schon hier, aber das soll er irgendwie nicht. Oh Gott. Hast du gut gemacht. Hast mich schön erschreckt. Das Kind ist weg. Jetzt kommt die wieder raus, die Fackelträger. Ich springe jetzt einfach mal von Stunde zu Stunde. In der Hoffnung, dass ich das trigger. Aber hier kommen die Leute raus. Da geht immer einer die Treppe hoch. Ist euch das aufgefallen? So alle zwei Stunden geht einer die Treppe hoch.
Tja. Ich fürchte, ich krieg den nicht getriggert. Schade. Kann aber auch sein, dass diese... Nee, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Dass es noch, ich sag mal... Dass die Hauptquest noch benötigt wird. Und die habe ich abgeschlossen. Gut, naja, ist denn halt so. Boah, ist das hell hier. Dann würde ich sagen, bezwingen wir nochmal ein paar Viecher. Eines ist hier unten am Dämmergrab. Halt, ist das viel. Eines in der Nähe von Haus Helljachen. Das andere ganz weit weg. Gehen wir mal der Reihe nach. Gehen wir zum Dämmergrab, dann klatsche ich das Viech nochmal. Mir falle ist der dätrische Prinz der Lügen. Aber ein cooles Schwert ist das. Dem gab es irgendwie so einen Rumpf. Kann mich natürlich auch täuschen. Hüpf. La 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 la
Da ist ihm die Luft rausgegangen. Oh, voll das Friedhof hier. So. Bei dem wird es jetzt auch interessant.